Also schwer, Brudi, danke für die Frage. Zunächst einmal, ich habe damit halt keine Erfahrung. Ich war immer sportlich, ich war immer fit. Also ich kann mich nicht so gut reinfühlen. Was ich dir sagen kann, ist, was ich denke am wichtigsten ist, man muss sich klar machen, es braucht nur eine kleine Richtungsänderung. Weißt du, denk daran, ist wie Autofahren, okay? Du bist jetzt auf einer Richtung, in der du dein Leben lang wahrscheinlich immer ein bisschen mehr zugenommen hast. Und das ist wie wenn man, hey, ich will nach Venedig fahren und plötzlich bin ich in Paris, ha? Aber es braucht nur ein bisschen anders abbiegen. Es braucht keine große Änderung. Und dann komme ich wieder an mein Ziel. Ja, bisschen oder bis auf dem Ozean am Fahren, ein paar Grad daneben und du kommst völlig woanders an. Aber egal wo du bist, egal wie weit weg, es braucht immer nur eine kleine Korrektur des Steuerrades und du bist wieder voll auf Kurs. Es braucht gar nicht viel. Schau mal, wenn du 100 Kalorien am Tag mehr oder weniger isst, 100 Kalorien ist ja nichts, oder? Es ist irgendwo eine halbe Banane. 20 Gramm Schokolade, 30 Gramm Brot, also 25 Gramm Pasta ungekocht. Also 100 Kalorien sind nichts. Man isst locker 2000, 3000, je nach Gewicht pro Tag. Also ein Zehntel, Zwanzigstel deines Verbrauchs noch weniger. 100 Kalorien am Tag eingespart ist in einem Jahr 36.500 Kalorien. 1 Kilogramm Körperfett hat 7000 Kalorien, heißt 5 Kilogramm Fett. Wenn du 100 Kalorien an einem Tag einsparst, verlierst du 5 Kilogramm Fett in einem einzigen Jahr. Du kannst auch doppelt oder dreimal so viel einsparen, wenn du möchtest. Und dann verlierst du halt doppelt oder dreimal so viel Gewicht. Also entscheidend ist, weißt du, ein bisschen eine realistische Änderung des täglichen Verhaltens. Denk nicht in Diäten, denk nicht kurzfristig, denk in Korrektur des Kurses. Denk einfach, jetzt gehe ich diesen Weg. Und weißt du, wie bei Meditation oder wie bei allem anderen. Die Rückschläge nicht zu ernst nehmen. Ja, oder du hast immer, weißt du, böse Gedanken nur auf einem eindringen. Ja, du versagst eh. Machst es mal einen Tag gut, dann ist halt wieder ein Stück Schokolade und dann kommt, oh, da habe ich schon wieder versagt. Oder weiß, nein, einfach nicht. Einfach wieder. Einfach aufstehen und weitermachen. Einfach immer probieren. Such dir vielleicht eine Sportart aus, wo du ein bisschen, wo du Spaß dran hast. Denk nicht daran, hart zu trainieren oder irgendetwas. Einfach, wie jemand anders auch kommentiert hat, irgendetwas, ein bisschen was machen. Ein bisschen gesünder ernähren, ein bisschen weniger Zucker essen vielleicht, weißt du, ein bisschen mehr Gemüse. Ich kann in 3 Minuten nicht so viel reinpacken, ich mache sicher noch ein längeres Video auch. Aber mach es dir leicht. Ist ganz wichtig. Wenn es zu schwer ist, scheint es schneller, als ich kann das nicht stemmen. Mach es dir leicht, mach kleine Schritte, kleine Kursänderungen. Und glaub mir, Brudi, das kommt mega gut. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Das kommt super.